Ich bin die Renate Amesbauer und ich habe Ihnen den Link geschickt, einmal, zweimal, vielleicht sogar manchmal dreimal. Ich möchte Sie heute ganz herzlich hier begrüßen. Ich sehe da kleine Bildchen um ein großes Bild rundherum. Frau Dr. Helga Kerschbaum ist von Pax Romana. Frau Dr. Helga Kerschbaum ist auch die Präsidentin, die Chairperson für das UN-Komitee für den Frieden an der UNO, ein NGO-Komitee. Sie ist in Wien geboren, sie ist Juristin, sehr praktischer Beruf. Sie war Richterin in Wien, sie hat aber auch in Paris gelebt und auch in Kapstadt, Südafrika. Ich fasse nur einige Punkte heraus, weil jeder von uns hat, also auch Frau Dr. Kerschbaum hat sehr viel gemacht schon in ihrem Leben. In Kapstadt hat sie sich beschäftigt, besonders auch mit der afrikanischen Spiritualität und Ethik. Und sie hat auch eine Ausbildung als Lehrerin für Zen und christliche Kontemplation gemacht. Eines der Interessensgebiete ist die Suche nach dem grundlegenden Gemeinsamen der Religionen. Und sie hat ein Buch herausgegeben, vielleicht mehrere, aber das eine ist uns bekannt, Kultur des Wohlwollens, 2004 im Via Nova Verlag erschienen. Und Aufsätze geschrieben zu verschiedenen Themen. Liebe Helga Kerschbaum, du wirst jetzt sprechen über die Grundpfeiler für eine Kultur des Wohlwollens. Ich bitte dich um deine Worte. Die Bühne gehört dir. Danke, liebe Renate, auch für diese sehr freundliche Einführung. Ich freue mich, dass ich dieses Programm eröffnen darf und möchte Ihnen die Kultur des Wohlwollens ein bisschen vorstellen. Weil ich glaube oder vielleicht sogar überzeugt bin davon, dass sie gerade jetzt von Wichtigkeit ist. Die Kultur des Wohlwollens hat drei Grundpfeiler. Und der erste davon lautet, durch dein, mein und unser Handeln soll die Welt erblühen. Vorausschicken möchte ich, dass das Buch Kultur des Wohlwollens 2004 erschienen ist, also vor rund 15 Jahren. Und damals war noch wenig von Klimawandel und gar noch nicht von sauberer Luft zu hören. Und die Thematik, also Papst Franziskus hat sein Laudato Si noch nicht geschrieben gehabt. Also kurz und gut, der Gedanke, dass die Welt erblühen soll, dass man mit der Umwelt in ein gutes Verhältnis treten soll. Dieser Gedanke war damals noch ziemlich neu, aber die Menschheit oder wir alle haben uns sehr in diese Richtung entwickelt. Und heute ist also es irgendwie schon fast selbstverständlich, dass wir uns um die Umwelt kümmern, dass wir uns um das Klima kümmern und sorgsam mit Ressourcen umgehen. Das zweite Prinzip ist das Prinzip Anima Magna, alle sollen wohl bestehen können. Das war auch vor 15 Jahren ein großes Thema, ein neues Thema, weil damals waren die Gedanken der Gerechtigkeit und der Gleichheit im Vordergrund. Das Wohlbestehen war irgendwie so ein persönlicher Luxus vielleicht. Aber auch da hat sich die Gesellschaft entwickelt in diese Richtung. Und ein Satz, der das zum Ausdruck bringt, ist wahrscheinlich der, wir wollen niemanden zurücklassen, alle sollen mitkommen, alle sind eingeschlossen. Und ich denke, das ist alles ein Schritt in diese Richtung, alle sollen wohl bestehen können. Also auch da in den letzten 15 Jahren ein großer Fortschritt. Das dritte Prinzip, der dritte Pfeiler, wenn man so will, der Anima Magna Kultur, Kultur des Wohlwollens, heißt, es ist gut, dass du da bist und weil du da bist, wollen wir gut miteinander umgehen. Und da, glaube ich, hat sich leider ein bisschen ein Rückschritt ereignet in den letzten 15 Jahren. Wir gehen im Moment, wenn ich da die öffentlichen Diskussionen höre in Politik und überhaupt im öffentlichen Diskurs, dann glaube ich, gehen wir jetzt nicht so gut miteinander um wie vor 15 Jahren. Und daher ist es gerade jetzt besonders wichtig, dass wir uns auf diesen Satz besinnen. Wir wollen gut miteinander umgehen. Denn die Kultur des Wohlwollens hat ja als Hintergedanke,
man kann auf dieser Welt wunderbar leben. Warum richten wir es uns nicht wunderbar ein? Es ist ja kein Grund vorhanden, dass wir schlecht miteinander umgehen, dass wir irgendjemanden zurücklassen oder dass wir uns nicht um unsere Ressourcen kümmern, damit unsere Kinder auch noch was davon haben. Also das heißt, wir können uns gut in dieser Welt einrichten und die Frage der Kultur des Wohlwollens ist, wollen wir das auch? Und ich bin der Meinung, wir sollten uns das mal so überlegen, dass wir wirklich uns gut einrichten wollen in dieser Welt und gut miteinander umgehen wollen. Das hat für unsere Umwelt und für unsere Mitmenschen Vorteile, aber es hat auch für uns selber Vorteile. Und zwar möchte ich da etwas aus dem Buddhismus zitieren. Das Wohlwollen, die Lebenseinstellung zum Wohle aller, ist verbunden mit zwei der buddhistischen Tugenden, die zu erreichen das Ziel des Shaolin ist. Liebevolle Güte oder Wohlwollen und Mitgefühl. Und diese Eigenschaften kann man in einer modernen Sprache vielleicht auch mit Empathie übersetzen. Und das führt uns dann direkt zum heutigen Thema. Zu diesen vier Themen, die vier Tugenden, gehört dann noch Gelassenheit und Lebensfreude. Auch zwei schöne Tugenden. Und weil das so für den Menschen, der das ausübt, selbst günstige Tugenden sind, heißen sie die vier himmlischen Verweilzustände. Also ich wünsche allen einen schönen Abend mit einem himmlischen Verweilzustand des Wohlwollens. Danke. Ganz herzlichen Dank, liebe Helga Kerschbaum. Das ist immer wunderbare Worte. Ich horche dir immer sehr gerne zu. Ich möchte wirklich ganz von Herzen danken, weil ich glaube, dass durch jede Sprecherin am heutigen Abend sehr verschiedene Aspekte, die alle zum gleichen Ziel führen, angesprochen worden sind. Von der einfachen Begegnung unter einzelnen Menschen bis zu dem hin, dass wir auch die Wunden als Nationen, als Religionen, als Kulturen, ethnische Gruppen, wenn wir an verschiedene Konflikte denken, wo sich das überall abspielt, dass wir auch da einen Weg oder Ideen, Anregungen bekommen haben. Und ja, ich wünsche eine gemeinsame, im Geiste verbundene, schöne Vorweihnachtszeit. Und wir freuen uns, wenn wir euch im neuen Jahr wieder kontaktieren dürfen. Unser Arbeitskreis geht weiter. Wenn jemand gerne mitmachen möchte oder einen Input geben möchte oder auch einen Vortrag anbieten kann, dann bitte lasst uns das wissen über die Kontaktperson, die euch am vertrautesten ist. Meine E-Mail-Adresse habt ihr zur Not alle, weil da ist der Link geschickt worden.